So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren MySports Stream TV Webinar-Folge. Und heute schalten wir in die Schweiz. Und zwar nicht irgendwohin in die Schweiz, sondern in eine, wie ich finde, ganz, ganz, ganz besonders schöne Region, eine schöne Destination, nämlich in das wunderschöne Engadin St. Moritz. Und da haben wir gleich zwei Ansprechpartner für euch. Zum einen die Karin Breitenstein vom Engadin St. Moritz Tourismus AG und da freue ich mich besonders, die Sibyl Mehmann von Hotel Saras. Und das Hotel Saras ist nicht irgendein Hotel, sondern es ist das Hotel, was auch gleichzeitig Europas höchstgelegenes Konferenz- und Kongresscenter betreibt. Das wird ganz spannend. Ich verspreche euch tolle Bilder aus der Region. Wir haben ganz tolle Videoeinspieler für euch. Doch bevor ich in das Engadin schalte zu unseren beiden Gästen der heutigen Stream-TV-Folge, erlaubt mir ganz kurz wieder den Hinweis, dass wenn ihr Fragen habt, bitte nutzt doch die Kommentarzeile. Dort könnt ihr eure Fragen stellen. Wir versuchen die schon direkt im Stream zu beantworten, beziehungsweise wir beantworten die im Anschluss oder die Karin und die Sibyl machen das dann, insofern da noch konkrete Wünsche und Fragen offen sind, die wir vielleicht nicht gleich beantworten können. Nutzt bitte die Kommentarzeile. Ansonsten ladet noch ganz, ganz, ganz schnell eure Kolleginnen und Kollegen vor den Monitor ein, zerrt sie herbei aus den Nachbarbüros, denn es lohnt sich ganz bestimmt. Ich sage herzlich willkommen und zunächst mal schalte ich runter in die Schweiz, ins Engadin und sage herzlich willkommen, liebe Sibyl und liebe Karin, wie geht es euch? Hi. Geht sehr gut, vielen Dank. Wie geht's danke, dir? Danke, auch soweit, wunderbar. Wie ist das Wetter bei euch? Mal ganz vorab gefragt. Das würde mich interessieren, weil in Hamburg schlacht die Sonne. Wie ist es bei euch? Die Sonne scheint, der Sommer kommt zurück. Es war ein bisschen kalt die letzten paar Tage, aber jetzt kommt der Sommer zurück. Wunderbar, wunderbar. Und ganz kurz meine allererste Frage, das muss natürlich sein. Wir wissen, aktuell haben wir ja die Pandemiesituation. Man mag es schon gar nicht mehr, das Wort gar nicht mehr in den Mund nehmen, das möchte ich auch gar nicht. Wir haben eine Pandemiesituation. Wir haben die Situation selbstverständlich auch in der Schweiz. Die Schweiz blieb nicht verschont. Liebe Karin, vielleicht mal an dich die Frage gerichtet. Kannst du unseren Zuschauerinnen und Zuschauern so ein bisschen mehr dazu sagen, wie ist aktuell die Situation, speziell bei euch in der Destination und in der Schweiz allgemein? Ja, sehr gerne. Also ich bin ganz froh, dass die Situation sich ein bisschen entspannt hat. Da sind wir wirklich sehr happy drüber. Es gab ja die ersten Lockerungsschritte schon Ende April und nun seit Anfang Juni sind alle touristischen Infrastrukturen wie Bergbahnen, Campingplätze, natürlich Hotels und Restaurants, die sind wieder eröffnet worden. Die Saison kann also losgehen. Wir sind bereit. Die Grenzen wurden jetzt auch wieder geöffnet Mitte Juni und so freuen wir uns auf die Sommersaison und hoffen natürlich auch auf viele Schweizer Gäste, die jetzt im Land bleiben diesen Sommer und auf die Gäste aus dem nahen Ausland. Also von unserer Seite her ist alles bereit für eine tolle Saison. Es gibt sehr viele Schutzmaßnahmen, die vorbereitet wurden. Also wir sind da sicher unterwegs und das wird auch eingehalten und deshalb möchten wir trotzdem hoffentlich viele Gäste empfangen können. Das klingt jetzt nach einer guten Nachricht, würde ich sagen, allgemein. Es entwickelt sich und natürlich hoffen auch wir, dass wir bald wieder in das wunderschöne Engadin reisen können. Und ich glaube, hast du uns ein paar ganz tolle Filmsequenzen mitgebracht und ich würde sagen, wir schauen uns doch einfach mal den Film an, den du uns mitgebracht hast. Und da sage ich jetzt einfach mal für unsere Zuschauer da draußen vor den Monitoren viel Spaß und Film ab. Come on.
So, liebe Karin, das waren beeindruckende Sequenzen, beeindruckende Szenen, die wir da gerade gesehen haben, aus dem Engadin direkt. Tolle Filmaufnahmen, tolle Momentaufnahmen. Lass uns ein bisschen über die Mais-Situation doch sprechen. Wie sieht es denn aktuell aus? Was geht bezüglich Gruppen? Was bietet eure Destination da speziell an? Ja, sehr gerne. Also wir legen den Fokus auf Meeting- und Incentive-Gruppen. Es passen am besten die Business-Events, die auch die Möglichkeit bieten, Zeit für Rahmenprogramme einzubauen. Weil, wie man gesehen hat, auch im Film bietet die Natur wunderbare Möglichkeiten für Teams. Und gerade jetzt, nach dieser Zeit in den Homeoffices, können die Teams wieder gemeinsame Erlebnisse brauchen. Denn wer gemeinsam offline geht, der teilt unvergessliche Erlebnisse und wertvolle Erfahrungen zusammen. Diesbezüglich bietet unsere Destination wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man hier auch auf den Bildern sieht, in der wunderschönen Natur, am Berg oder auf dem Berg, am See oder auf dem See oder auch hier bei den Team Activities beim Käseworkshop zum Beispiel in der Hütte. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, Rahmenprogramme zu organisieren. Oder auch rechts sieht man das Bild mit der Ziege, beim Yoga mit Ziegen. Also es ist da wirklich auch sehr viel Innovatives möglich, was man mit den Teams erleben kann. Dann für die Winterfreunde, für die Skifahrer gibt es eine ganz spezielle Aktivität, die man machen kann für Eventgruppen. Es gibt die VIP Snow Night auf dem Kovacs. Den Berg sieht man unten links und rechts im Bild. Da kann man den ganzen Berg mieten, exklusiv nur für seine Gruppe und kann nachts Skifahren. Das ist auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung für die Teilnehmer. Liebe Karin, lass mich da einmal einhaken. Du hast uns hier ein paar ganz spannende Programme vorgestellt. Ganz spannend fand ich auch und spektakulär die Geschichte mit dem Skifahren. Jetzt war für mich so Hanseat in Norddeutschland. Wir haben es ja leider gar nicht mit Schnee. Was ist so bei euch so die gängige Saison? In welchen Monaten, zu welcher Jahreszeit bietet sich das idealerweise an? Mhm. Ist das nur der Dezember oder ist es mehr Januar, Februar? Nee, ganz und gar nicht. Also wir sind sehr, sehr glücklich. Das Hochtal liegt ja auf 1800 Meter und geht bis 3000 und mehr. Also die Berge sind dann ein bisschen höher, aber Skifahren kann man bis 3000 Meter. Und wir sind sehr froh, dass wir schneesichere Gebiete anbieten können. Also von November bis Ende April kann man da Skifahren. Das ist wirklich eine lange Zeit und auch dieses Jahr hat es sehr, sehr guten Schnee. Die Verhältnisse sind top, auch noch im März, April. Also da bietet sich eine sehr lange Zeit an. Und für diese VIP Snow Night sind die Abende unter der Woche möglich. Außer Freitag ist da jeder Abend möglich, dass man diesen Berg exklusiv mietet. Klingt in der Tat nach einem spannenden Event-Incentive oder einem super Ausklang einer Tagung. Dann hast du gerade eine Aktivität vorgestellt, da weiß ich ganz genau, da poppen jetzt in der Kommentarzeile direkt die ersten Fragen auf, dann ist es mir sofort hängen geblieben und das war das Yoga mit Ziege. Magst du uns mal ganz kurz erläutern, wie darf man sich denn Yoga mit Ziege vorstellen? Ja, das ist wirklich ganz was Spezielles. Das ist eine Partnerin von uns, die hat 5 Ziegen gerettet vor der Schlachtbank und macht jetzt Ziegentrackings oder bietet auch diese Yoga-Sessions an mit den Ziegen. Also die laufen da frei herum, die legen sich auch manchmal auf die Matten und die sind da einfach mit dabei. Und das gibt so eine ganz tolle Stimmung, diese Verbindung zwischen Tier und Mensch in der Natur. Das ist was ganz Spezielles. Ja, kann ich also nur empfehlen. Klingt in der Tat sehr speziell, macht und weckt vor allen Dingen Neugierde. Liebe Karin, jetzt dreht sich ja nun bei euch, das haben wir gerade auch an den wunderschönen Fotos gesehen, sehr viel um das Thema Natur. Was tut ihr, um denn auch diese Ressource zu schonen? Denn diese Ressource ist ja für euch nun ein sehr wichtiges Argument, Verkaufsargument hinsichtlich Veranstaltungen in eurer Destination. Was macht ihr da? Ja, absolut. Also das Thema Nachhaltigkeit, das ist wirklich, das steht im Zentrum. Darauf legen wir sehr viel Wert und eine intakte Landschaft ist das A und O bei uns in der Region. Darauf bauen wir.
Da werden E-Bikes gefahren, da werden Elektroautos aufgeladen. Wir arbeiten eng mit dem lokalen Lieferanten zusammen und erneuerbare Energiequellen werden genutzt. Also dank der Bekenntnis zu mehr Ökologie und Energieeffizienz wurde ja St. Moritz mit dem Label Energiestadt ausgezeichnet. Also diese Nachhaltigkeit und die Natur, die ist wirklich, das steht mitten im Zentrum. Und jetzt in Bezug auf Eventgruppen und Businessgruppen empfehlen wir jeweils die Anreise mit dem Zug. Wie man auch hier auf den Bildern sieht, das ist nicht nur umweltfreundlicher, sondern ein ganz spezielles Erlebnis auch für die Gruppen. Die spektakuläre UNESCO-Welterbestrecke, die wird den Teilnehmern in bester Erinnerung bleiben. Man kann hier die Zeit bereits nutzen, um die Events zu starten, sei das für Networking oder um die Eventteilnehmer zu verpflegen oder sogar auch um ein Meeting zu beginnen. Wie man sieht, links unten im Bild, es gibt einen Meeting-Train, wo man direkt schon mit dem Brainstorming unterwegs auch anfangen kann. Also wir sind da sehr gut ausgerüstet mit unserem Partner der Rhätischen Bahn und können die Events oder die Reise zu uns in die Region bereits schon zu einem Event machen. Spannend, spannendes Thema, finde ich klasse. Speziell das Thema Anreise mit der Bahn mit Blick eben auf Nachhaltigkeit. Den Meeting Train haben wir gerade gesehen. Eine, wie ich finde, ganz, ganz klasse Idee, die auch wir ja durchaus habt, spektakuläre Landschaft als Kulisse zu nutzen für ein fahrendes, sprich ein rollendes Meeting im Zug. Sag mal grundsätzlich zur Meeting-Infrastruktur. Wie seid ihr denn aufgestellt? Ich meine, jetzt von der Lage her ist es ja jetzt nicht, ich sag mal, internationaler Airport-Hotspot, also nicht unbedingt jetzt vergleichbar mit den großen, ich sag jetzt mal, ICA-Ranking-Meeting-Destinationen-Städten wie Barcelona, Wien oder ähnliches oder Zürich, ja. Wie seid ihr von der Infrastruktur aufgestellt? Hast du da ein paar Informationen für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer? Ja, selbstverständlich sehr gerne. Also von der Infrastruktur her bieten sich auch da sehr, sehr viele Möglichkeiten. Es geht natürlich hier auch um Tagungen im Grünen. Die Natur, haben wir schon gehört, ist ein großer Teil von dem Erlebnis. Und bei der Meeting-Infrastruktur gibt es sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten. Also wir haben wirklich vom Luxushotel bis zur Alphütte bietet sich alle mögliche Infrastruktur bis zu 500 Personen. Und da ist die Auswahl sehr, sehr groß und da finden wir auch für jedes Kundenbedürfnis die passende Lösung. Also ob das dann ein imageträchtiger Event in dem Luxushaus sein soll oder die typische Alphütte mit hochstehendem Service, das ist alles kein Problem. Es stehen wirklich da die technischen Tagungsräume, die Infrastruktur ist vorbereitet bis zu 500 Personen. Und auch bei den Hotels, wenn es um Unterkünfte geht, da ist eine sehr große Vielfalt und für jeden Geschmack und jedes Budget das Passende dabei. Von der einfachen Pension bis zum Luxushotel ist alles da. Und was ich ganz gerne jetzt noch zeigen möchte, ist der Office-Karawan. Da sieht man schon die Bilder, das sind Illustrationen. Das ist so neu, dass es noch gar kein Fotoshooting gab. Das ist nämlich erst seit gestern auf dem Markt. Dieser Meeting- oder Office-Karawan, der ist vollständig ausgestattet mit dem ganzen Material, was man braucht für Workshops oder Meetings im Grünen. Den kann man an einen wunderschönen Ort in der Natur platzieren und von unseren Partnern bekatern lassen und kann so den Teilnehmern auch ein unvergessliches Erlebnis bieten. Also das ist das Neueste, was es gibt bei uns seit gestern auf dem Markt. Liebe Karin, daran sieht man, wie brandaktuell wir hier ausstrahlen. Ja, gestern auf dem Markt, heute schon live bei uns hier auf MySports Stream TV. Ihr Lieben da draußen, also das ist ein Wissensvorsprung und ich muss ehrlich sagen, ich finde den Office Caravan spitze. Das ist eine ganz, ganz tolle Idee und auch ohne Fotoshooting hat man in der Illustration schon gesehen und erkannt, was man damit alles machen kann. Wir haben über Infrastruktur gesprochen, über Meetingmöglichkeiten und ich weiß, du hast noch einen weiteren Gast. Wir haben es ja in der Ankündigung vorhin gesehen, die Sibylle ist bei dir und die repräsentiert ja nun was ganz Besonderes, denn soweit ich informiert bin, ist es das höchstgelegenste Kongresscenter in Europa. Es liegt sehr hoch. Ich habe es in die Kommentarzeile, habe ich mal reingeschrieben, das könnt ihr nachlesen. Wie hoch genau? Wie viel Meter über normalen Null? Und ich freue mich jetzt, die mit der Sibylle Mehmann, Hotel Saras, gleichzeitig Betreiber des Kultur- und Kongresszentrums Pontresina,
Ich freue mich ganz, ganz besonders, jetzt die Sibyl auch begrüßen zu dürfen. Hallo, liebe Sibyl. Ja, hallo, lieber Peter, und herzlich willkommen im Herzen von Pontresina, im höchstgelegenen Kongresszentrum ganz Europas. Auch von meiner Seite als kleine Inspiration für euch gerne ein paar Bilder. Peter, Film ab! Ganz spannende Aufnahmen, wieder spektakuläre Bilder aus dem Engadin und vor allen Dingen ganz, ganz spannende Aufnahmen aus eurem wunderschönen Kongress- und Kulturzentrum. Ich bin in der Tat begeistert, ich denke unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch. Sagt mir doch mal bitte, gib uns ein paar mehr Informationen, denn das wird jetzt alle interessieren. Was für Kapazitäten? Ich hatte vorhin auch gesagt, das höchstgelegene Europas. Du wirst die Meterzahl gleich ganz korrekt sagen können. Gib uns doch bitte ganz kurz ein paar Informationen über die Kapazitäten, die ihr in eurem Kongress- und Kulturzentrum Pontresina habt. Genau, das höchstgelegene Kongresszentrum liegt beim Eingangsbereich auf 1793 Meter über Meer. Im ersten Stock sind wir auf 1800 Meter über Meer. Genau. Wir haben 7 verschiedene Räumlichkeiten, welche jeweils zu Doppelräumen verbunden werden können und somit jeweils Platz bis zu 80 Personen bieten. Die Räume bieten sich ebenfalls wunderbar für Breakout-Räume bei Großveranstaltungen an. Das Herzstück des Kongresszentrums ist jedoch der große Saal, die Sela Arabella. Dieser bietet Platz bis zu 500 Personen. Er eignet sich für jegliche Art von Anlässen. Von Workshops bis hin zu Kongressen, es ist für jedermann etwas mit dabei. Durch die große Fensterfront im Saal, welche selbstverständlich auch abgedunkelt werden kann, ist der Saal mit Tageslicht durchflutet und der Ausblick auf den Rosé-Gletscher einmalig.
Liebe Sibyl, ich hatte in der Tat, eine einmaliger Ausblick. Aber bei der Meterzahl frage ich mich jetzt und sicherlich viele Veranstaltungsplaner auch, um Himmels Willen, wie bekomme ich die Technik auf den Berg? Genau. Und bitte verrat uns doch einfach mal ein wenig was auch über eure technische Ausstattung. Ja. Sehr gerne, das ist eine wirklich gute Frage, lieber Peter. Wir werden sehr oft auf diese Frage angesprochen, wie sieht denn genau das technische Equipment vor Ort aus? Bei uns sind alle Säle mit fix installierter Technik ausgestattet. Beamer und Leinwand sowie Media- und Audioanlage ist überall fix installiert und auf neuester Technik vorhanden. Im großen Saal bieten wir zusätzlich einen Regieraum an, welcher von unserem eigenen Eventtechniker jeweils bedient wird. Daneben finden Sie drei Übersetzungskabinen, einen Lift, welcher bis zu einer Größe von einem Auto auf die Bühne transportieren kann, und eine fix installierte Lichtinstallation, welche sehr beliebt ist für Corporate-Farben, für Corporate-Designs von jeder Firma, diese so aufzuschalten. Das überzeugt, das klingt nach wenig Kisten schleppen. Ihr seid wirklich in der Tat gut ausgestattet. Nun seid ihr technisch gut ausgestattet, aber nochmal, auch ihr liegt sehr hoch. Auch da meine Frage, wie sieht es denn gastronomisch aus? Muss ich auf Schweizer Spezialitäten wie Rösti und Ähnliches verzichten oder ist eure Küche gut vorbereitet? Selbstverständlich muss niemand auf Schweizer Spezialitäten bei uns verzichten. Das Kongresszentrum ist Teil vom Hotel Saratz, welches direkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite liegt. So heißt das, die komplette Verpflegung vom Kongresszentrum wird vom Küchenteam vom Hotel gestellt. Weiter bieten wir im Hotel Saratz drei verschiedene gastronomische Angebote. Von der Szenenbeiz, die Pichna Szena mit lokalen, regionalen Spezialitäten, über das Jugendstil mit klassischer, hochstehender Küche, bis hin zur Hotelbar, welche über 200 Sorten Gin anbietet. Auf der Barterrasse, in der Mitte das Bild, genießen Sie mit Blick auf den Gletscher die letzten Sonnenstrahlen. Wir haben am längsten Sonne in ganz Pontresina auf dieser Barterrasse. Und für die etwas ausgefalleneren Ideen bieten wir das Lucord, unser Fondue-Stübli oder den Strauß-Pavillon im Hotelpark an. Liebe Sibyl, da drängt sich sofort für mich eine Frage auf. Bei 200 Sorten Gin und einer damit verbundenen, nennen wir es mal Gin-Probe, wo bitteschön können denn die Teilnehmer im Zweifel dann übernachten? Denn das müssten sie wohl. Wie sind eure Übernachtungsmöglichkeiten auf dem Berg? Ja, genau. Das ist natürlich immer wichtig, speziell bei Incentive-Reisen oder auch Tagungen von Geschäftsleitungen oder so. Eine immer sehr beliebte Frage. Wo können die Gäste auch wirklich danach in Ruhe schlafen? Wir bieten 93 modern ausgestattete Zimmer, alle mit Blick auf den Rosé-Gletscher. Von Komfortzimmer bis hin zu Junior-Suiten und Familienzimmer mit Verbindungstüren. Jetzt, falls mehr Zimmer als diese 93 Zimmer erwünscht sind, arbeiten wir mit unseren lokalen Partnern in Pontresina zusammen. Zusammen mit diesen Partnern erreichen wir bis zu 500 Betten an derselben Straße, wie das Kongresszentrum liegt. Und bei der ganzen Planung der Kontingenzreservationen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Liebe Sibyl, das beruhigt. Da macht die Gin-Probe sicherlich Spaß, Freude. Nein, das beruhigt in der Tat, finde ich klasse, dass ihr da auch so partnerschaftlich mit euch, mit den Kolleginnen und Kollegen aus den Nachbarhotels engagiert. Jetzt habe ich eine Frage. Ich weiß von ganz vielen Fotos, und wir haben es auch gerade gesehen, ihr habt so einen fantastischen Hotelpark. So einen wunderschönen, genau, Garten. Man sagt, wie sagt man bei euch? Sagt man, ist Hotelpark der richtige Begriff oder ist es Garten? Oder wie genau ist die Bezeichnung der Grünanlage? Die Grünanlage nennt sich tatsächlich der Hotelpark vom Hotel Saratz mit 35.000 Quadratmeter. Er eignet sich perfekt für Meetings im Grünen, für Aktivitäten wie Yoga mit Ziegen, wie die Karin bereits erzählt hat, für Tennis oder Poolspaß in unserem erderwärmten Außenpool. Weiter bietet das Hotel Saratz noch zwei Seminarräumlichkeiten. Diese liegen im Hotel Saratz selber. Oder ein großer Wellnessbereich mit Hammam, Sauna, Fitnessraum. Dies lässt wirklich keine Wünsche offen.
Aber auch für Hochzeiten eignet sich das Hotel Saratz mit dem Hotelpark zusammen einfach nur perfekt. Der Strauß-Pavillon oben rechts für freie Trauungen oder sehr beliebt für Aperos, der Pool für die Poolpartys mit einem sommerlichen Charakter oder der Jugendstilsaal für das gediegene Abendessen mit anschließender exklusiven Party in der Pitschner Szene. Sie sehen, das Kongresszentrum zusammen mit dem Hotel Saratz bietet alles aus einer Hand und wir unterstützen unsere Kunden von der Planung von A bis Z. Liebe Sibylle, besonders beeindruckend, dass ihr für junge Bräute oder für Hochzeiten dann auch ein Trampolin zur Verfügung stellt, wie man gerade auf dem Foto sehen konnte. Ja? Also die Braut hüpfend auf dem Trampolin, das hätte ich doch gern mal gesehen. Sei doch so lieb und film das bei der nächsten Hochzeit, die bei euch stattfindet. Ich werde, ja. Fand ich wirklich eine schöne Sache. Du, ich habe eine Bitte. Würdest du ganz kurz auch nochmal die liebe Karin mit ins Bild nehmen, damit wir nämlich einfach nochmal, hier kam eine Frage auf, hier, ich schaue dann schon mal seitlich rüber auf meinen Monitor, da kam eine Frage und die geht an euch beide. Es wurden Berg- und Almhütten gezeigt. Die Frage, die jetzt seitens unserer Zuschauerinnen und Zuschauer, in dem Fall war es ein Zuschauer, kam, war die Frage nach den Übernachtungsmöglichkeiten in diesen Etablissements. Wie schaut es da aus? Ja, ich kann die Frage gerne beantworten. Es gibt Hotels, die auf 2000 und mehr Metern über Meer liegen und die bieten auch Hotelzimmer. Ich muss dazu sagen, es sind aber meistens kleinere Kontingente. Also man kriegt so zwischen 15 bis 20 Zimmer und wenn es dann mehr Zimmer nötig sind, müsste man dann mit Hotels im Tal zusammenarbeiten. Aber es ist auf jeden Fall auch gegeben, die Gäste hochzubringen auf den Berg für ein Abendevent und aber auch sicher wieder runter. Also man kommt auch spät abends noch von dem Berg runter, um in die Hotels verteilt zu werden. Das ist beides möglich. Okay. Ist es auch möglich, dass vielleicht kleinere Gruppen, sagen wir mal unter 10 Personen, auch in einer so einer Berghütte über Nacht bleiben? Ist das denkbar? Genau, also wie gesagt, so bis 15, 20 Zimmer ist verfügbar auf dem Berg. Das ist auf jeden Fall möglich. Kleinere Boardgruppen oder so Kader-Meetings mit 8 Personen, 10 Personen, die können da auch direkt übernachten. Da haben wir auch Angebote, ja, auf jeden Fall. Sehr gut, danke. Das war die Frage, die jetzt hier seitens über Facebook, über die Kommentarzeile kam. Ich möchte an der Stelle ergänzen, dass ich das eine sehr, sehr spannende Präsentation fand. Wir haben tolle Bilder, speziell auch tolle Filmeinspieler gesehen. Wir sind informiert über den aktuellen Stand, wie die Situation in der Destination Engadin aktuell ist. Und wir freuen uns zu hören, dass es Schritt für Schritt dort auch zurück zum klassischen Eventgeschäft geht. Wird ja auch an der Zeit. Ich glaube, ihr hättet sonst jetzt aktuell Hochsaison. Ist das richtig? Absolut, ja. Absolut. Also gerade auch im Eventbereich ist Juni ein sehr, sehr gefragter Monat. Juli, August sind dann die Sommerferien, da kommen die Gäste, um sich zu entspannen. Aber wir hoffen, dass wir so ja, auf Herbst noch einen guten Event-Herbst haben werden. Daumen drücken. Ja, das tun wir ganz, ganz fest und selbstverständlich drücken wir auch die Daumen, dass sich jetzt das Geschäft für das nächste Jahr wieder ankurbelt und natürlich wünschen wir uns alle, dass die Pandemiesituation in allen Ländern weltweit so schnell wie möglich wieder abklingt. Ich fand es sehr beeindruckend und sicherlich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch, hier diese Folge sich anzuschauen. Ihr habt wirklich tolle Bilder mitgebracht. Ich sage an der Stelle meinen herzlichen Dank, Grüße in das sonnige Engadin, St. Moritz, liebe Sibylle, liebe Karin, und überlasse euch das letzte Wort der Verabschiedung. Ja, speziell die Sibylle, die hat so einen wunderbaren Schweizer Dialekt, den hören wir in Norddeutschland und in Deutschland immer ganz, ganz, ganz gerne. Ja. Ich sage an der Stelle auf Wiedersehen und danke herzlich für diese wunderbare Präsentation. Grüße aus Hamburg, runter in die Schweiz an euch beide. Vielen Dank, lieber Peter, vielen Dank, liebe MICE-Community. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn wir euch bald begrüßen dürfen bei uns und wünschen euch eine ganz, ganz tolle Zeit. Auch von mir noch danke vielmals, dass ihr heute dabei gewesen seid und wir freuen uns riesig über alle eure Anfragen und wir stehen jederzeit zu eurer Verfügung. Danke vielmals, tschüss!